Hallo und herzlich willkommen zum Funktionstutorial von FlipperClip. Starten wir sofort mit den Voreinstellungen, die Sie, die ihr vornehmen könnt, müsst am Anfang. Über das Plus im Hauptmenü können wir einen neuen Film erstellen und den benennen. In unserem Beispiel jetzt gerade Aggregatzustand flüssig. Wir können die Leinwandgröße und die Bilder pro Sekunde eintragen. Für uns reicht es aufgrund der einfachen Animation von Kugelteilchen, die unsere Wassermoleküle darstellen, wenn wir die Bilderrate auf 3 pro Sekunde feststellen, können den Hintergrund jetzt noch auswählen und auf Projekt auswählen klicken. FlipperClip bietet uns die Möglichkeit, unterschiedliche Werkzeuge auszuwählen, zum Beispiel einen Bleistift, den wir sowohl in Farbe als auch Dicke unterscheiden können. Wir können entweder per Multifunktionstaste an unserem Stift oder eben per Auswahl links im Feld den Radierer auswählen, um einzelne Teile wieder wegzuradieren. Wie ihr gerade sehen könnt, sind auch unterschiedliche Farben möglich. Oder wie jetzt hier einfach die Radierergröße zu verändern, um wirklich schnell größere Skizzen zu entfernen. Ich habe jetzt hier den Fineliner ausgewählt und zeichne einfach mal eine kleine Strukturformel dorthin. Wir können jetzt natürlich wie in jedem anderen Node-Programm auch einzelne Bereiche highlighten in unterschiedlichen Farben. Das Ganze sieht dann natürlich ein bisschen unsauber aus. Dafür können wir allerdings Hilfsformen nutzen, die über das Lineal rechts oben abrufbar sind. Hier nutze ich jetzt das Rechteck-Tool, um eben eine Skizze eines Art Becherglases für unsere Wasserteilchen zu zeichnen und dort auch gerade Linien zu haben. Man kann natürlich noch näher ranzoomen, das Ganze jetzt passend verschieben. Auszuwählen ist das, wie gesagt, über das Lineal rechts oben und kann dann, wie jetzt hier mit dem Fineliner, einfach über die rote Linie gerade gezogen werden, sodass wir hier wirklich ein rechteckiges Becherglas vorfinden. Das Ganze kann mit dem Lasso-Tool links ausgewählt werden und verschoben werden. Texteingabe ist auch möglich und hier im Speziellen auch wieder die Farbe änderbar, Schriftgröße, auch die Schriftart ist auswählbar und das alles schon in der kostenlosen Variante der Software für Android und iOS Betriebssysteme. Um die kleinen Kügelchen, die kleinen Wasserteilchen zu zeichnen, nutze ich wieder den Fineliner und das Hilfstool, allerdings diesmal den Kreis. Um das Ganze ein bisschen kleiner zu machen, zu verschieben, kann man die Punkte an dem Kreis nutzen. Und hier auch wieder eine unterschiedliche Farbauswahl möglich. Und man kann dann einfach auf der roten Linie entlang den Kreis nachzeichnen. Wichtig dabei ist, dass man wirklich mit dem Stift oder mit dem Finger, je nachdem, was man nutzt, die rote Linie trifft, da sonst, genauso wie jetzt gerade, die Form verrutscht. So, und das kann man jetzt einfach ein paar Mal machen, um die erste Folie, um unsere erste Seite unseres Art Daumenkinos fertig zu haben. Im nächsten Schritt käme dann das Animieren unserer kleinen Skizze. Das Prinzip dahinter ist, dass wir über den Copy- und Paste-Modus, also oben rechts diese kleinen Zettelchen und das Klemmbrett jeweils unsere Skizzen einfach kopieren und über das Plus auf einer neuen Seite wieder platzieren, sodass wir dann jetzt hier mit dem Auswahltool die einzelnen Moleküle
vorher die einzelnen Teilchen verschieben können. Dass sie in einer neuen Position sind, sieht man, dass die Hintergrundschicht ein bisschen heller ist. Dass wir jetzt eben schon eine einfache Animation erzeugt haben. Das Ganze kann man jetzt natürlich auch wesentlich schneller hinbekommen, indem man ganze Seiten einfach kopiert. So wie ich das dort gerade tue. Erstmal eine neue Seite einfügen, eine andere Seite auswählen und oben rechts auf das Kopiersymbol klicken, neue Seite auswählen und einfügen, sodass wir hier wirklich sehr, sehr schnell viele Folien haben, um so eine kleine Animation zu erzeugen. Und das sieht doch schon soweit eigentlich ganz gut aus für unser Video. Ich würde jetzt hier nur noch ein paar weitere Folien hinzufügen, dass das ganze Video etwas länger ist. Und somit sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Kommen wir nun zu den letzten Schritten, um ein Video fertigzustellen. Dafür gehen wir oben in das Einstellungsfeld, rechts die drei Punkte und können auch uns nochmal einzelne Bilder anschauen unter der Bilderansicht. Wenn wir jetzt der Meinung sind, Bild 4 möchte ich nochmal etwas abändern, ist das möglich. Über das Musiksymbol, über die Noten können wir Sprachdateien aufnehmen, wir können eigene Musik hinzufügen und letztlich dann schon ein fertiges Video veröffentlichen bzw. vorab erstmal exportieren. Das Ganze ist auch sehr leicht. Wir gehen wieder ins Hauptmenü, die drei Punkte, drücken auf Film erstellen, wählen dann unser Format aus, in dem Fall MP4. Hier einmal kurz die Premium Features. Da wir das Wasserzeichen mit drin haben, ist die ganze Software kostenlos. Man kann einzelne Punkte sich dazu kaufen oder das komplette Programm für 6 Euro erwerben. Wenn ich damit zufrieden bin, drücke ich einfach auf Film erstellen. Der Film wird sehr, sehr fix erstellt und als MP4-Datei gespeichert. Das wäre jetzt die fertige Animation, die man dann in ihre Schulcloud hochladen kann, auf YouTube oder den Schülerinnen und Schülern so zur Verfügung stellen kann. Vielen Dank. Weitere Tutorials finden Sie hier in der Playlist.